Hallo. Reingedruckt mit einer komplett langen Serie. Ich hoffe, ich vergesse dabei wirklich nichts und ich versuche auch die Videos so kurz wie möglich zu halten. Und zwar versuche ich, alle Funktionen von SolidWorks zu erklären, was wie wo geht. Und ich fange ganz einfach, ganz simpel mit Skizzen an. Eigentlich Skizzen ist schon wieder viel zu weit gegriffen, aber wir fangen mit Skizzen an. Und zwar mit der Funktion Linie. Halt, wir wählen mal eine Ebene aus, die wir skizzieren wollen. Nehmen eine Linie. Und wenn wir diese Linie jetzt einfach nur so hier in den Raum reinstellen, dann ist sie noch blau. Machen wir mal auswählen, dass es halt wirklich nur eine Linie ist. Ist sie noch blau. Das, was nicht ist, also solange wie diese Linie blau ist, ist sie nicht voll definiert. Und jetzt gibt es zwei verschiedene Arten, eine Linie blau, also voll zu definieren. Die einfachste Art wäre, ich setze sie hier halt direkt vom Mittelpunkt aus, bestätige das Ganze, also über die Auswahl, und dann ist sie so schon schwarz markiert. Das Einzige, was hier hinten blau ist, das ist der eine Punkt hier. Damit ist festgelegt, dass die Linie nicht in der Länge definiert ist. Also einmal diese Linie angeklickt, dann sagen wir hier 80 mm lang und damit ist die Linie in der Länge definiert. Was wir jetzt aber nicht haben bei dem hier, wir haben hier kein Startpunkt, kein Endpunkt, keine Länge, kein Winkel, nichts. Also es sind keine Informationen gegeben. Wie kann ich diese Informationen jetzt festsetzen? Indem ich jetzt einfach sage, okay, von hier nach hier habe ich so rüber eine Höhe von 20 mm, legen wir mal fest. Und wir haben von hier nach hier, hier rüber, sagen wir mal auch 60 mm, legen wir mal fest. Dann haben wir jetzt diesen Punkt definiert. Die Linie komplett noch gar nicht. Jetzt gibt es zwei weitere Möglichkeiten, wie man vorangehen kann. In der ersten Möglichkeit könnte man jetzt einfach sagen, okay, ich bemaße diesen Punkt genauso, wie ich diesen Punkt hier unten bemaßt habe. Möchte ich aber nicht machen, weil ich habe ja gesagt, es gibt zwei weitere Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer zwei wäre, okay, wir sagen diesen Punkt oder die Strecke mit diesem unter diesem Winkel. Und ich lege jetzt hier einen Winkel fest, in meinem Beispiel 45 Grad. Haben wir. Jetzt haben wir eine Information immer noch nicht gegeben, weil hier ist immer noch ein blauer Punkt, mit anderen Worten noch nicht voll definiert. Also brauchen wir noch ein weiteres Maß. Und dann sage ich hier, okay, ich möchte eine Länge haben von 100 mm. Und damit ist diese Linie auch voll bemaßt. Ich hole jetzt noch mal eine weitere Linie mit hinein. Zeichne die auch einfach irgendwo hier so in den Raum rein. Lege mal den Punkt, sagen wir mal hier 40 mm, lege den Punkt auch fest, sagen wir hier 30 mm. Und was wir noch nicht haben, also ich will euch das zeigen, wenn ich jetzt hier sage, okay, diese Linie soll eine Länge haben von 100 mm, genauso wie diese hier oben. Dann ist die Länge von da nach da definiert. Die Linie bleibt aber immer noch blau. Jetzt brauchen wir mindestens einen einzigen Bezugspunkt zusätzlich. Und zwar entweder von dem Punkt zu der Linie, also hier hoch, oder aber von dem Punkt zu der Linie oder zu der Linie. Egal was, wir brauchen mindestens einen einzigen Bezugspunkt, damit die Software sagen kann, okay, diese ganze Sache ist fest definiert. Ich wähle jetzt in meinem Fall von der Linie zu der Linie aus und sage hier, okay, ich habe hier einen Abstand von, sagen wir 200 mm. Halt 200 mm. Und ihr seht jetzt, es ist alles schwarz. Das heißt, im Klartext, alle Linien sind komplett voll definiert und komplett voll festgelegt. Also es gibt keine Unklarheiten für die Software. Man kann diese Linie nicht irgendwo verschieben, verdrehen oder. Geht nicht. Wenn ich jetzt hierbei das verdrehen möchte und ich trage hier ein anderes Maß ein, sagen wir mal 40 Grad, dann bleiben diese 200 mm zum Bezug von da nach da bestehen. Nur der Winkel von hier nach hier verändert sich. Wenn ich jetzt hier einen Winkel reinschreiben möchte, funktioniert. Aber die Software sagt mir, du pass mal auf, deine Skizze ist überbemaßt. Mit anderen Worten, ich habe zu viel Bemaßung drin. Diese Information kann man einfach bestätigen oder aber sagen, ich möchte die Bemaßung als Steuermaß belassen oder
Wenn man diese Meldung nicht mehr haben möchte, ausblenden. Ich würde euch empfehlen, den Haken hier unten nicht reinzumachen, weil jede Bemaßung, die zu viel ist, könnte euch später dann auch irgendwann mal, wenn man zu viele Bemaßungen in einer Skizze drin hat, das Genick brechen, wenn man mal was ändern möchte. Ich von meiner Seite her versuche es generell zu vermeiden, über Bemaßung. Manchmal übersieht man das selber. In der Regel solltet ihr es aber versuchen zu vermeiden. Ich hoffe, dieses kleine kurze Video zum Thema Linien hat gefallen. Wenn ja, schaltet beim nächsten wieder mit rein, weil es kommt mit Garantie noch mehr. Und es gibt auch noch eine ganze Menge Funktionen bei Skizzen, die mit erklärt werden sollen. Und ich sage einfach mal, ciao, bis zum nächsten. Hier kommt ihr zu meinem Kanal. Hier oben, da könnt ihr eins meiner letzten Videos sehen. Und das hier unten, das könnte für euch auch interessant sein.